Hi meine Lieben und herzlich willkommen zurück. Wir machen uns heute mal an die Noppen. Denn, also bei mir war das immer ein bisschen verwirrend. Ich dachte, Noppen und Popcorn oder so ist dasselbe, weil so habe ich das mehr oder weniger auch gelernt gehabt. Und irgendwie war ich da immer ein bisschen verwirrt. Und jetzt dachte ich mir, wir setzen uns mal wirklich damit auseinander. Also die nächsten 3 Wochen, es gibt Noppen, es gibt die Popcornmaschen und es gibt die Büschelmaschen. Wir werden uns mit allen dreien auseinandersetzen, dass einfach endlich mal Klarheit ist, auch bei mir. Und heute fangen wir eben mit den Noppen an. Ich habe mir dafür schon was hergerichtet. Einfach 2 Reihen feste Maschen. Und dann habe ich nochmal die Reihe angefangen, schon mal mit 3 festen Maschen. Weil jetzt machen wir erstmal die Noppen aus Luftmaschen. Die gibt es nämlich auch. Und zwar, ihr habt hier die letzte feste Masche und aus dieser macht ihr nun 4 Luftmaschen. Also es sollten mindestens 4 sein, damit man die Masche auch wirklich sieht und sie sich raushebt. Danach, jetzt komm ich mal hoch, fahrt ihr hier, ihr habt ja diese 2 Schenkel hier, fahrt ihr in der Mitte durch die feste Masche durch, unter diesem Schenkel. Mahlzeithund, habt ihr das gehört? Ihr fahrt hier unter diesem Schenkel durch, holt euch den Faden durch und belasst ihn erstmal auf der Nadel. Und nun fahrt ihr einfach ganz normal durch die nächste Masche durch, holt euch da wieder den Faden und jetzt holt ihr euch den Faden und zieht ihn durch alle 3 durch. Also hier, wo ihr jetzt auch die Noppe macht, hier auf der Seite, das hier ist dann auch die Vorderseite. So, jetzt setzen wir mal noch 2 nächste feste Maschen dazwischen. Einmal, zweimal. Ja, noch eine 3. Damit da wirklich auch ein kleiner Abstand dazwischen ist. So. Das Ganze sieht dann erstmal so aus hier. Also, nochmal. Wir machen 4 Luftmaschen, mindestens. 1, 2, 3, 4. Gehen dann runter zu der festen Masche, die wir hier haben, stechen zwischendrin ein und kommen unter diesem Faden hier einfach wieder hervor. Dann holen wir uns den Faden hier durch, haben 2 Schlingen auf der Nadel, gehen dann ganz normal durch die nächste feste Masche, holen uns auch nochmal den Faden, dann haben wir 3 Schlingen auf der Nadel, holen uns den Faden und ziehen ihn durch alle 3 durch. So, so sieht das Ganze dann aus. Dann nochmal ein paar feste Maschen dazwischen. 2, 3. Und dann jetzt mal nochmal ein bisschen schneller. Also 1, 2, 3, 4. Durch die feste Masche, durch den Faden holen, auf der Nadel lassen. Dann durch einfach die nächste Masche hier unten, Faden holen, 3 Schlingen auf der Nadel, Faden holen und durch alle 3 durch. So sieht das Ganze aus nun. Sieht so aus wie Picot so ein bisschen. Dann machen wir einfach noch die Reihe fertig. So. Und dann geht es an die Rückreihe. Na, so. Ganz normal eine Wendeluftmasche. Und jetzt müsst ihr gucken, ihr braucht ja die gleiche Maschenanzahl wieder wie vorher. Also ich zeige euch das gleich. Weil ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Maschen. Und die brauche ich jetzt wieder. Also hier in den ersten beiden, oder in der ersten ist es ja ganz klar. So, ich komme näher ran. Dann wird hier eingestochen. Hund! Hey, hörst du mal auf? Danke, Randalierer. Feste Masche. Dann
So näher gehen wir hier rein. So, ganz normale feste Mesh. Dann schaut ihr, dass das vorne ist hier. Jetzt lasse ich es gerade mal um. Das hier wird ausgelassen, weil das gehört einfach nur zu dem, zu der Noppe. Das heißt, wir stechen als nächstes hier ein. Schaut, dass die Luftmaschenkette vor der Arbeit ist. So. Die nächste ist klar. Dann hier rein. Auch wieder ganz normal. Dann gehen wir wieder hier. Also, wenn wir, ich ziehe das mal ein bisschen auseinander, dann sieht man es besser. So. Die nächste ist dann hier. Also das hier ignoriert ihr von der Noppe, weil ihr müsst das ja wieder zusammenkriegen. Also ist die nächste hier. Die Masche, wo ihr auch die Luftmaschen rausgehäkelt habt. Dann wieder zweimal normal einfach. Oder was heißt normal? Das andere ist ja auch normal, aber halt wo man einstechen muss. Dann wieder hier. Dann springen wir wieder darüber, hier rein. Und dann schließen wir ganz normal die Reihe ab. So. Die Rückreihe haben wir wieder ganz normal geschafft. Und so sieht das dann vorne aus. Im Prinzip sieht es aus wie Picots mittendrin. So, ich häkel da jetzt noch ein paar Reihen drauf, damit wir ein bisschen Abstand haben. Dann sehen wir uns gleich wieder zu den nächsten Noppen. So, ich habe jetzt einfach mal ein paar Reihen feste Maschen draufgesetzt. Ich mache es mal ein bisschen dunkler, damit man besser sieht. Und zwar, jetzt zeige ich euch die Flachnoppen aus halben Stäbchen und die werden immer in der Rückreihe gehäkelt. Und zwar werden die Noppen selber aus halben Stäbchen gemacht, aber der Rest wird auch mit festen Maschen gemacht. Die restlichen normalen Maschen. Das heißt, ich mache jetzt hier wieder meine drei festen Maschen und die werden deshalb in der Rückreihe gehäkelt, weil die sich nach hinten wölben. Das heißt, da wir da die Wölbung dann auf der Vorderseite haben wollen, müssen wir in der Rückreihe häkeln. Ihr werdet es gleich sehen. So, ich habe hier meine drei festen Maschen und jetzt machen wir die erste Flachnoppe. Und zwar, wir machen einen Umschlag, stechen in die nächste Masche ein und holen den Faden so wie beim halben Stäbchen, Stäbchen, wie auch immer. Und das Ganze machen wir jetzt noch viermal, das heißt dreimal. Wir machen jetzt nochmal einen Umschlag, stechen in dieselbe Masche wieder ein, holen wieder den Faden. Und schaut, dass ihr den Faden nicht zu fest anzieht, sonst bekommt ihr nachher die Nadel nicht mehr wirklich durch. Wir machen wieder einen Umschlag, stechen durch dieselbe Masche, holen wieder den Faden, nochmal einen Umschlag, wieder in die Masche stechen, Faden holen. Sprich, das wird insgesamt viermal gemacht. Dann holt ihr den Faden, zieht ihn durch. Ja, ihr seht, ich habe es nämlich ein bisschen fest angezogen, aber wir kommen durch. Aber nicht durch diese Masche hier. Sondern ihr habt jetzt zwei Maschen auf der Nadel und jetzt wird hier nochmal durchgezogen. Ganz einfach. Das Ganze sieht dann so aus und jetzt einfach wieder ganz normal mit festen Maschen weiter. Eins, zwei und drei. Ihr seht, hier verschwindet sie und vorne sieht man sie dann. Deshalb machen wir die auf der Rückreihe. Jetzt wieder eine Flachnoppe, also wieder Umschlag, Faden holen, Umschlag,
Faden holen, Umschlag, Faden holen, Umschlag, Faden holen. Also viermal Umschlag, Faden holen. Dann wieder den Faden nehmen, einmal durchziehen. Ihr könnt ruhig so ein bisschen hin und her, damit ihr einfach überall durchkommt, aber nicht hier durch die letzte, ne? So, und dann habt ihr die beiden Schlingen auf der Nadel, holt wieder den Faden und zieht ihn dann durch diese beiden durch. Dann wieder ganz normal, so sieht es aus, dann wieder feste Maschen. Eins, zwei und halt, ich habe hier das ein bisschen zu locker gemacht. Jetzt hat eins, zwei und drei. Dann nochmal eine Noppe. Also einmal, zweimal, dreimal und viermal. So, dann wieder Faden holen und durchziehen. Nur nicht durch die letzte Schlaufe hier. Erstmal gucken, dass ich komplett durchkomme. So. Und dann noch einmal Faden holen und durch beide durch. Und dann noch die restlichen festen Maschen. So. Dann wenden wir das Ganze mal. Und der ganze Spaß sieht dann so aus. Ihr seht, die heben sich trotzdem relativ schön ab. Ihr könnt die natürlich auch mit halben Stäbchen machen. Das machen wir jetzt auch gleich. Ich häkel jetzt nochmal zwei, drei Reihen, damit wir wieder einen Abstand dazwischen haben. Dann sehen wir uns gleich nochmal. So, ich habe wieder Reihen draufgesetzt. Jetzt machen wir das mal mit halben Stäbchen auch außenrum. Das heißt, wir brauchen zwei Wendeluftmaschen und machen dann erstmal auch wieder drei normale halbe Stäbchen. Eins, zwei. Und auch hier wird es wieder auf der Rückseite natürlich gemacht, weil das verhält sich ja trotzdem genau gleich. So. Jetzt habe ich drei halbe Stäbchen noch angestellt gemacht. Oh, ich habe falsch eingestochen. Das geht natürlich gar nicht. Also. Eins. Zwei. So. Jetzt kommt wieder diese Flachnoppe aus halben Stäbchen. Also Umschlag, Faden holen. Umschlag, Faden holen, Umschlag, Faden holen und noch einmal Umschlag und nicht runterfallen, Faden holen. So, jetzt bin ich ein bisschen arg eng. So könnt ihr das machen, um ein bisschen mehr Platz zu gewinnen. Dann verteilt sich das ein bisschen. So, jetzt wieder den Faden holen und einmal durchziehen. Natürlich nicht durch die letzte Schlinge. Und dann nochmal den Faden holen und dann durch beide durch. Dann machen wir wieder normale halbe Stäbchen. Zwei. Und drei. Zack. Dann noch mal eine Noppe. Eins, zwei, drei und vier. So, dann verteilt sich das bisschen gleichmäßiger noch, wenn man das macht. So, dann wieder einmal durch. Bis vor die letzte und dann wieder den Faden holen und durch die zwei durch. So, dann wieder zwei halbe Stäbchen.
Einmal. Zweimal. Na, dreimal. So, dann wieder die Flachnoppe, ein Umschlag, eins, zwei, drei und vier und einmal durch bis vor die letzte Schlaufe auf der Masche. So, und dann noch durch diese beiden durch und dann machen wir die Reihe noch zu Ende. Einmal, zweimal. So, dann gehen wir wieder auf die Vorderseite und ihr seht auch hier, sie kommen nicht ganz so raus wie mit festen Maschen, aber man sieht sie trotzdem. Also ihr seht, sieht eigentlich echt gut aus, ne? Jetzt setze ich wieder rein drauf, dann kommen wir zu den Noppen aus einfachen Stäbchen. So ihr Lieben, unser Häkelstück wird immer länger. So schaut jetzt mal das Ganze aus. Die Noppen aus Luftmaschen, die Flachnoppen aus halben Stäbchen mit festen Maschen und die Flachnoppen aus halben Stäbchen mit halben Stäbchen. Es ist jetzt so, am besten kommen quasi die Noppen raus, wenn ihr... wie sage ich das jetzt? Außenrum immer die nächst kleineren Maschen häkelt. Also bei Noppen aus halben Stäbchen dann feste Maschen außenrum. Natürlich könnt ihr das so auch machen, sieht auch gut aus. Aber so kommen sie halt am besten raus. Wir machen jetzt die mit ganzen Stäbchen, sprich wir machen jetzt halbe Stäbchen außenrum. Aber wir machen nachher das natürlich auch noch Stäbchen außenrum. Also jetzt machen wir das mal mit halben Stäbchen außenrum. Das heißt, wir brauchen wieder zwei Luftmaschen. Machen dann noch zwei halbe Stäbchen. Und jetzt kommt die erste Noppe. Wir machen einen Umschlag, stechen in die Masche ein, holen uns den Faden. Dann holen wir den Faden und ziehen ihn nur durch die ersten beiden durch, dass wir quasi ein halbes, das Stäbchen zur Hälfte fertig haben. Dann machen wir wieder einen Umschlag, gehen durch dieselbe Masche, holen wieder den Faden. Holen wieder den Faden, gehen durch die ersten beiden durch, dass wir quasi das Stäbchen wieder zur Hälfte fertig haben. Dann machen wir das wieder. Wieder so, dass wir das Stäbchen zur Hälfte fertig haben. Und das Ganze dann noch einmal. Das machen wir jetzt mit vier Stäbchen. Ihr könnt das natürlich auch mit, ja, mit mehr würde ich es nicht empfehlen, sonst wird es zu breit. So, wir haben jetzt fünf Maschen auf der Nadel. Wir holen den Faden und ziehen ihn durch alle fünf durch. So. So sieht der ganze Spaß dann erstmal aus. Dann machen wir bei den nächsten drei Maschen wieder ganz normal unsere halben Stäbchen. Es wird auch wieder auf der Rückseite gehäkelt, weil die sich dann immer nach hinten wölben. Entschuldigung, habe ich gerade vergessen zu sagen. Also es werden hier, diese drei Varianten werden auf der Rückseite gehäkelt. Die Variante mit den Luftmaschen wird auf der Vorderseite gehäkelt. So, dann noch einmal und zweimal. Dann wieder Umschlag, einstechen, Faden holen. Faden holen, durch die ersten beiden durch, Stäbchen zur Hälfte fertig. Und das Ganze jetzt noch dreimal. Umschlag, Faden holen, durch die ersten beiden, Stäbchen zur Hälfte fertig. Umschlag, Faden holen, durch die ersten beiden, Stäbchen zur Hälfte fertig. Umschlag, Faden holen, durch die ersten beiden, Stäbchen zur Hälfte fertig. Fünf Schlingen auf der Nadel, Faden holen und einmal komplett durchziehen. Zack, und schon haben wir das nächste. Und dann wieder drei ganz normale halbe Stäbchen. Einmal,
zweimal und dreimal und dann noch mal eine Noppe, Umschlag, Faden holen, durch die ersten beiden Stäbchen zur Hälfte fertig, Umschlag, Faden holen, durch die ersten beiden Schlaufen, Stäbchen zur Hälfte fertig, noch zweimal. Und einmal komplett durch und die Reihe dann ganz normal mit den halben Stäbchen beenden. Und noch einmal. Und dann drehen wir das Ganze gleich um. Zack, so schaut der ganze Spaß dann aus. Ich mache jetzt wieder ein paar Reihen drauf, damit wir wieder ein bisschen Abstand haben und dann machen wir das gleich mal mit Stäbchen und ich glaube, wir testen das dann auch mal, das werde ich dann aber schnell selber machen, testen wir das mal mit festen Maschen außenrum. Auf jeden Fall setze ich jetzt erstmal noch die Abstandsreihen wieder drauf und dann sehen wir uns gleich wieder. So ihr Lieben, jetzt machen wir das Ganze mal mit Stäbchen außenrum, sprich wir machen wieder einen Umschlag, also ich habe schon hier die ersten drei Stäbchen gemacht, Umschlag. Durch die ersten zwei Hälften vom Stäbchen gemacht, dann wieder Umschlag, also so wie eben, wie gerade eben. Und beenden. So, ist ganz still jetzt geworden hier, ne? Jetzt haben wir die Reihe gleich beendet. So, jetzt einmal umdrehen. Also ihr seht, auch hier kommen sie ein bisschen raus, aber nicht viel. Ihr seht, am besten kommen sie immer raus, wenn man... Wie ich vorher schon gesagt habe, also wenn ihr jetzt eine Noppe aus halben Stäbchen macht, kommen sie immer besser raus, wenn ihr dann nebendran in der Reihe die nächst kleineren macht, genauso hier. Ich glaube, mit festen Maschen brauchen wir das eigentlich gar nicht probieren, weil das würde, glaube ich, zu heftig ausschauen. Aber ich glaube, ich setze es jetzt mal drauf schnell, dann können wir das angucken und dann kommt noch eine Art Noppen und dann haben wir es geschafft für heute. Also heute ist es doch ein relativ langes Video. Bis gleich! So, meine Lieben, wir kommen in den Endspurt. Wir haben es gleich geschafft. Also ich habe jetzt hier nochmal die Noppen aus ganzen Stäbchen mit festen Maschen gemacht. Es geht eigentlich. Also ich dachte, dass sie gequetschter aussehen, aber es sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Jetzt zeige ich euch noch die schrägen Noppen.
Diese werden jetzt wieder auf der Vorderseite, also auf der Hinreihe gehäkelt. Und zwar werden die auf einem Grundding von, also auf einem Häkelgrund von halben Maschen gehäkelt. Das heißt, außer die Noppen wird alles mit halben Maschen gehäkelt. Die Noppen selber werden wiederum mit ganzen Maschen gehäkelt. Also ich mache jetzt mal, hätte ich auch Vorrat schon machen können, 1, 2. Dann schon mal 2 halbe Stäbchen. Und jetzt leer. So. Und zwar ist das so. Also, wir haben ja hier das halbe Stäbchen nun. Wir machen einen Umschlag und stechen ein wie zum Reliefstäbchen. Wir gehen einmal hinter dem halben Stäbchen durch. Kommen auf der anderen Seite. Hallo. Kommen auf der anderen Seite wieder raus. Holen den Faden. Arbeiten das Stäbchen zur Hälfte. Sprich, es ist ein Reliefstäbchen von vorne. Dann wieder durchs gleiche Stäbchen und beim gleichen Stäbchen wieder einmal durchstechen, Reliefstäbchen. Wieder den Faden holen. Halt, der Umschlag nicht vergessen. Wieder beim Stäbchen rum, Faden holen und wieder nur durch die ersten zwei. Also an sich wird so gearbeitet wie die normale Noppe aus ganzen Stäbchen. Wir machen wieder den Umschlag, stechen wieder bei dem Stäbchen hinten durch. Also ihr könnt euch das bei den Reliefmaschen auch so merken. Bei der Reliefmasche vorne stecht ihr hinter dem Stäbchen durch, bei der Reliefmasche von hinten stecht ihr vor dem Stäbchen durch. Also genau quasi das Gegenteil so gesehen. So, einmal noch, auch wieder Reliefmasche, Reliefstäbchen. Und hier macht ihr das aber nicht mit 4, sondern mit 5. Dann. Also noch einmal das beenden. Und dann noch einmal ein Reliefstäbchen. So. Und dann haben wir 6 Maschen auf der Nadel und ziehen einmal komplett durch. So, jetzt wird weitergearbeitet. Ihr habt ja hier, ihr dürft jetzt nicht hier einstechen, weil dafür habt ihr ja ums Stäbchen gestochen, sondern hier in die nächste dann. Einfach ganz normal ins nächste dann wieder ein halbes Stäbchen. Guckt auch, dass ihr das anständig anzieht, damit es nicht zu locker wird. So sieht diese schräge Noppe dann aus. Wir machen das gleich nochmal. So. Beim nächsten dann. Moment, jetzt muss ich schnell gucken. 1, 2, 3, gut. Also hier ist das nächste halbe Stäbchen. Das heißt, wir machen wieder einen Umschlag, stechen ein, machen das Reliefstäbchen vorne quasi, holen den Faden, beenden das Stäbchen zur Hälfte und das machen wir jetzt noch 4-mal. Umschlag, Reliefstäbchen, Stäbchen zur Hälfte beenden. Umschlag, Reliefstäbchen, Stäbchen zur Hälfte beenden. Umschlag, Reliefstäbchen, Stäbchen zur Hälfte beenden. Und noch einmal, das machen wir 5-mal insgesamt. Uff, da wird es langsam eng. So. Jetzt hat Stäbchen zur Hälfte beenden und dann 6 Schlingen auf der Nadel und einmal komplett durch. Und dann wieder, jetzt muss ich gucken, wo ich bin. Da bin ich, genau. So, und dann wieder einmal
zweimal und dreimal und dann noch einmal. Ihr seht, so sieht das Ganze dann aus. Die schrägen Noppen, die werden dadurch schräg, weil die Fäden ja sich untereinander dann einreihen müssen an dem Stäbchen. Dadurch werden die dann schräg. Einmal noch. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Und fünfmal. So, dann haben wir wieder 6 Schlaufen auf der Nadel und einmal komplett durchziehen und dann beenden wir die Reihe. Ich habe noch 2 übrig. So. So sieht das Ganze dann aus mit den schrägen Noppen. Die müsst ihr euch einfach vielleicht noch ein bisschen hinrichten. So. So sieht der ganze Spaß jetzt mal aus. Ich würde sagen, ich mache da jetzt noch schnell einen Abschluss drauf und dann sehen wir uns gleich nochmal zum Endgequatsche wieder. Ihr Lieben, ich habe mich jetzt doch noch schnell entschieden, die schrägen Noppen mit halben Stäbchen zu machen. Die häkelt ja auch auf der Basis auch von halben Stäbchen, weil mit festen Maschen geht es nicht. Da habt ihr hier zu wenig Platz für die Reliefmasche. Und die schrägen Noppen aus ganzen Stäbchen werden ja wie die normalen Noppen aus ganzen Stäbchen gehäkelt, nur mit einem Stäbchen mehr. Und halt, wir stechen reliefartig ein. Genauso ist es hier mit den halben Stäbchen. Wir machen den Umschlag, stechen reliefartig ein von vorne, holen den Faden, machen wieder einen Umschlag, stechen wieder reliefartig ein, holen den Faden. Und auch hier wird es mit einem mehr gemacht, also nicht mit 4, sondern mit 5. 3, 4 und 5, wird wieder eng, wie immer, so, wieder ein bisschen, so, dann auch hier wieder einmal durchziehen. Aber auch wie vorher mit der Noppe mit dem halben Stäbchen ziehen wir es nicht durch die letzte durch, sondern holen nochmal den Faden, ziehen das durch beide durch. Und dann wird die Arbeit ganz normal beendet. Nochmal halbe Stäbchen und noch eines. Ich dachte mir, das muss ich jetzt doch noch schnell machen, weil es gehört ja auch dazu. So. Und die sehen dann so aus. Sehen auch gut aus, finde ich. Gefallen mir auch wirklich gut. Und ja, jetzt haben wir es dann endlich geschafft. Ich mache mal noch eine Reihe. Es muss ja nachher auch fürs Bild schön ausschauen, ne? Nachdem ich ja endlich mittlerweile immer dran denke, diese Thumbnails zu machen, also diese Bilder, die ihr seht, wenn es euch das Video anzeigt, bin ich schon ganz stolz auf mich, dass ich die nicht mehr vergesse, weil die vergesse ich echt gerne. So, also in dem Fall, das waren jetzt die Noppen. Ich werde euch auch noch die Popcornmaschen und die Büschelmaschen zeigen, damit einfach da endlich auch bei mir Klarheit herrscht.
Und ich habe nämlich gesehen, ich habe irgendwas immer verwechselt oder gleich gemacht. Ich war irgendwie immer der Meinung, ich glaube, Popcorn und Noppen waren, dass die das Gleiche sind. Die sind aber nicht das Gleiche. Also das war dann mein Fehler. Ich hatte das aber mal so irgendwie gelernt gehabt oder mitbekommen gehabt. Aber gut, dafür guckt man ja immer wieder mal, hat auch schlaue Büchlein oder legt sich schlaue Büchlein zu, damit man einfach auch, wenn man Fehler macht, sie findet und sie besser macht. Ganz einfach. So, jetzt machen wir mal schnell hier fertig. So, wird da noch eine Reihe draufgesetzt. Schwupp, darf das mal aus dem Weg. So, also ihr Lieben, wir haben jetzt hier die Noppen aus Luftmaschen. Und vom Häkelgrund sind es die festen Maschen. Dann haben wir hier die Noppen aus halben Stäbchen mit dem Häkelgrund von festen Maschen. Wir haben hier die Noppen mit halben Stäbchen und dem Häkelgrund von halben Stäbchen. Wir haben hier die Noppen aus ganzen Stäbchen mit dem Häkelgrund von halben Stäbchen. Also der Häkelgrund ist immer das, womit ihr den ganzen Rest dann häkelt. Dann haben wir hier Stäbchen mit dem Häkelgrund von Stäbchen. Noppen aus Stäbchen mit dem Häkelgrund von Stäbchen. Noppen aus Stäbchen mit einem Häkelgrund von festen Maschen. Schräge Noppen aus Stäbchen mit einem Häkelgrund von halben Stäbchen. Und schräge Noppen aus halben Stäbchen mit einem Häkelgrund von halben Stäbchen. Man könnte auch hier noch bei den schrägen Noppen den Häkelgrund von ganzen Stäbchen nehmen und schauen, wie das aussieht. Aber ich glaube, das Video ist jetzt sowieso schon lange genug. Ich mach's mal so, dann sehen wir alle miteinander. So sieht es aus. Mal sehen, ob ich das noch ein bisschen besser hinbekomme. So sieht man sie, glaube ich, jetzt ein bisschen besser. Also einmal. Und wenn wir es von der Seite sehen, seht ihr auch die Erhöhungen. So. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir haben es für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte es euch verständlich genug erklären. Jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren und beim Üben. Habt noch ein ganz schönes Wochenende. Bleibt gesund, schaut mal in den Links unten vorbei. Habt ein schönes Wochenende und dann bis Dienstag. Tschüss!